Breda. Geron, ich habe nachgedacht. Das ist schön, aber das bringt uns nichts mehr. Breda hat Sadjas Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat Sadja die Maske aufsetzen lassen und ihre Erinnerungen ausgesaugt. Im Garten des Vergessens. Damit ist alles genau so geschehen. Und mit dem Rubin hat sie dann Sadjas Erinnerungen ausgelesen. Ich meine, Breda hat das getan. Und jetzt ist sie besessen vom Zeitdschinn. Und... Beruhige dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Wir müssen etwas tun. Richtig. Und das können wir nur, wenn es uns gelingt zu beweisen, dass Breda sich irrte und dass Sadja nicht die Maske aufsetzte. Du vergisst, es gibt immer noch einen Teil des Rätsels, den wir bis heute nicht gelöst haben. Der Skarabäus? Als ob ein unsinniges Rätsel uns alle retten könnte. Hast du eine bessere Idee? Sieh dich um. Wir befinden uns hier in einer Nachbildung der Grabkammer. Vielleicht findest du irgendwo den entscheidenden Hinweis. Bringe ihn mir. Und vielleicht können wir das Rätsel ein für alle Mal lösen. Sadjas Rubin. Der Zeitdschinn muss ihn von der Maske gerissen haben. Alles, was ich gefunden habe, war der Rubin. Gib ihn mir. Giacomo Nauta hat mir erzählt, dass du ein Magiedilettant bist. Ist das wahr? Ja, ich kann Sachen kaputt machen. Nun, auch ich kann ein wenig zaubern. Wenn ich etwas in der Hand halte, kann ich kurze Blicke in dessen Vergangenheit erhaschen. Das war der Hauptgrund, weswegen der Stab mich als seinen Gefährten wählte. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Geschichte mir dieser Stein erzählt. Das ist seltsam. Als der Rubin nach Sadjas Verschwinden im Garten gefunden wurde, hatte er einen Sprung. Und der Umkehrspruch, den der Erzadept in ihn eingewoben hatte, war gänzlich verschwunden. Die Magier mussten ihn komplett neu einwirken. Aber da ist noch mehr. Ich sehe einen Palastgarten und darin zwei Kinder. Das hier ist eine Brosche aus Mengbilla. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Darf ich sehen? Da. Und hier ein Rubin aus den Zwergenstollen im ehernen Schwert. Wie schön er ist. Wenn ich einmal Kalif bin, werde ich alle Schätze Avistans in meinem Palast versammeln. Fasar wird strahlender sein als zu Zeiten der großen Mogule. Meine Untertanen werden mir bis in alle Ewigkeiten zu Füßen liegen. Du wirst ein guter Herrscher sein, Kasim. Die Geschichtsbücher werden noch lange von dir erzählen. Siehst du das Zeichen auf meinem Arm? Es ist die Kalligraphie meiner Herrschaft. Das Zeichen meiner Dynastie. Die ganze Welt wird sich vor diesem Symbol verneigen. Große Zeiten stehen uns bevor, Sadja. Wahrlich große Zeiten. Ich sehe einen Prinz und eine Prinzessin miteinander spielen. Er versucht, sie zu beeindrucken. Was könnte das bedeuten? Sadja und der Prinz waren einst befreundet. Warte, da ist noch mehr. Etwas geschieht. Eine Palastwache kommt dazu. Lass mich los! Wie jämmerlich du doch bist. Sag mir, wie viele Männer waren es? 20? 30? Ganz Fasar. Du machst mir Freude, Sadja. Mehr als ich mir erhofft hatte. Der Prinz quält die Prinzessin. Die Wache hält sie fest. Sie ist ihm hilflos ausgeliefert. Aber warum? Vielleicht hat sie etwas verbrochen. Schließlich lassen sie von ihr ab. Sie bleibt allein auf dem Hof zurück. Was machst du da? Tätowierst du dich etwa selbst?
Ich schreibe meine eigene Dynastie. Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Dynastie? Du kannst Größe nicht einfach in dein Blut schreiben. Entweder du wirst damit geboren oder nicht. Ich werde es dir beweisen. Glaubst du etwa, du könntest jemals größer werden als ich? Du bist lustig. Wachen! Werft sie zurück in die Gassen, in denen ihr sie gefunden habt. Mit ihr habe ich meinen Spaß gehabt. Dann holt mir ein neues Mädchen. Satya war überhaupt keine Prinzessin. Sie war nur ein einfaches Straßenmädchen. Na und? Ich weiß auch nicht, aber... Was ist? Verstehst du nicht? Die Lösung des Rätsels. Satyas Worte vor der Grabkammer. Es lag alles auf der Hand. Ach so. Wir haben uns selbst an der Nase herumgeführt. Und nun geh in die Grabkammer und sage es dem Djinn. Dann wird alles wieder gut. Breda! Oder wer auch immer du bist, komm heraus! Warum stellst du dich ihrem Wunsch in den Weg? Sie ist unglücklich. Sie sehnt sich zurück in eine Zeit, als alles noch gut war. Gerade du solltest das doch verstehen. Aber es spielt nun keine Rolle mehr, was du denkst. Das Ritual ist fast vollendet. Aus dem Steineichenwald erwächst ein neues, altes Reich. Nicht, wenn ich beweisen kann, dass Breda sich geirrt hat. Und sie hat sich geirrt. Satya ging in den Garten. Sie nahm die Maske und sprach die Formel. So ist es geschehen. Und so wird es sich auch niemals ändern. Doch, hör zu. Lass mich von vorne beginnen. Satya betrat also den Garten. Sie setzte sich und holte die Maske hervor. Sie blickte in die Maske und sprach deinen Namen. Nein. Hätte sie mich geweckt, ich wüsste davon. Sie wollte meine fremde Macht nicht. Sie wollte sich mit eigener Hand vernichten. Darum las sie die Formel. Und alles kam so, wie es jetzt ist. Warte! Sie blickte also weiter in die Maske und verzweifelte an sich selbst und an ihrer Unfähigkeit. Warum sollte sie verzweifeln? Sie hatte mein Versprechen des seligen Vergessens. Alles, was sie tun musste, war, die Zauberformel zu lesen. Nein. Es tut mir leid, Breda, aber Satya war nicht so strahlend, wie du glaubtest. Sie war gehetzt und kopflos. Sie wollte ihre eigene Vergangenheit vergessen und jemand anderes werden. Sie war keine Prinzessin, sondern nur ein einfaches Straßenkind. Und als solches konnte sie noch nicht einmal lesen. Nein. Verzeih mir, Breda. Das war's dann wohl. Das Rätsel ist endlich gelöst. Warum so ein langes Gesicht, Geron? Ja, mein Freund, was plagt dich so? Nichts. Warum seid ihr überhaupt so fröhlich? Satyas Schicksal hat sich als falsch herausgestellt. Ihr seid nicht schlauer als zuvor. Wohl wahr, wohl wahr. Oder vielleicht auch nicht? Ach, lasst gut sein. Ich hab das Rätselraten satt. Ja, lass den guten Jungen endlich in Ruhe, Halef. Erfülle ihm seinen Wunsch und lass uns weiterziehen. Ja, Reisen ist schön. Ich will endlich ans Meer. Warte noch einen Moment.
Es liegt nun an dir, mein Freund. Möchtest du, dass ich sie wieder zurückverwandle? Ich kann ihr allerdings nur ihren Körper wiedergeben, nicht ihre Erinnerungen.